Jeder kann eigentlich jeden schlagen, so präsentiert sich die Saison 2020-2021 in der Teil 1 Oberösterreich-Liga. Er kann ein Lied davon singen, mit der Niederlage letzten Samstag in Christkirchen hat Rainer Neuhofer nun wirklich nicht gerechnet. Vielleicht lässt sich dann ja auch für die Donau mal ein Auswärtssieg bewerkstelligen, hofft der Trainer der Linzer Christian Meierleb. Die Partie beginnt aber gleich mit einem Ausrufezeichen der Gastgeber, 5. Minute, und Stefan Dieblinger klopft an die Querlatte an. Die erste gefährliche Aktion der Zauner Boys. Und die haben in der Folge das Spiel auch fest im Griff. Markovic zu Ibrahimovic, der sieht den gleich ins Bild laufenden Dieblinger und schon steht es 1:0 für die Spielgemeinschaft Wallam, St. Marienkirchen an der Polsenz. Der Führungstreffer in der 17. Minute. Die Hausherren bleiben auch vorerst die gefährlichere Mannschaft. Immer wieder Dieblinger. Diesen scharfen Querpass vermag aber keiner seiner Kollegen zu verwerten. Offensiv kommt vom Gegner herzlich wenig. Hier schafft es Mavrei zumindest mal in den Strafraum. Den von ihm geforderten Elfmeter bekommt er natürlich nicht. Ansonsten ist am ehesten Florin Anitoyu zu erwähnen. Dieser Schuss freilich kein Problem für Wallangoli Haberl, 1:0 der Pausenstand. Noch keine ganze Minute in Halbzeit 2 auf der Matchuhr, hat Martin Haberl beim nächsten Schuss von Anitoyu schon mehr Mühe. Auf der anderen Seite offenbart sich die Schwäche der aktuellen Donaumannschaft. Vojic und Fesai vermögen es zu zweit nicht, den Ball oder den Gegenspieler in Griff zu bekommen. Yusuf Efendioglu 2:0. Und nach einer Dieblinger Flanke gibt's gleich die nächste Chance für Efendioglu. Da hatten die Linzer Glück. Aber sie haben auch Pech. Minute 59. Nach toller Vorarbeit von Kapitän Roman Hintersteiner kommt Florin Anitoyu zum Schuss und stellt bei den Aluminiumtreffern auf 1:1. Bei den Toren freilich sieht das anders aus. Ait Vojic lässt sich von Efendioglu die Kugel wegnehmen und schon steht es 3:0. Die Entscheidung in Minute 67, auch wenn der Donauverteidiger es als Foul gesehen hat. Den Schlusspunkt setzt in der 90. Minute noch Sigi Markovic. Eine erneut auswärts sehr schwache Mannschaft von Donau Linz unterliegt dem SV Zauner Club Wallern, der sich mit diesem 4:0 für den Ausrutscher in der Vorwoche absolut rehabilitiert. Ja, schon. War schon das, was wir sich vorgenommen haben, dass wir gleich von Beginn weg gut in die Partie reinkommen, das Ergebnis von Christkirchen vergessen machen. Und ich glaube, dass uns das relativ gut gelungen ist mit dem frühen Tor. Und haben dann einfach immer auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Und mit dem Auftritt kann man heute rundum zufrieden sein.